Moin Leute, Trimax hier. Heute stelle ich euch endlich das beste Golem-Deck vor, das derzeit beste Golem-Deck. Etliche Zuschauer hatten mich gefragt, haben immer wieder mich drum gebeten, dass ich jetzt endlich mal dieses Deck vorstelle. Es gibt momentan vier beste Decks. Das ist einmal das Giant Balloon Deck, zum zweiten das Hover Mu Deck, habe ich beide schon vorgestellt, das Miner Minion Horde Deck und dann das vierte Deck ist das Golem Mini Packer Poison Deck. Es wird oft gespielt, es entspricht nicht meinem Spielstil, ich spiele lieber deutlich günstigere, schnellere Decks mit einer schnelleren Rotation drin, aber es ist auf jeden Fall trotzdem berechtigt eins der besten Decks zur Zeit, obwohl das Deck für mich ungewohnt ist und ich so welche Arten von Decks nicht spiele, habe ich mich mal schlau gemacht im Internet, Tipps und Tricks mir zusammengesammelt, das Deck ich hatte es vor zu üben, und euch das dann erst vorzustellen, aber gleich das erste Game und ich habe nicht wenig Trophäen gerade, 4500, ich denke damit sind wir Platz 2 in Deutschland. Ich habe die ersten zwei Games mit dem Deck gemacht und direkt beide Games gewonnen. Mit dem Deck ist es typisch 1:0 zu gewinnen. Die Replays zeige ich euch gleich, danach gibt es ein Live-Match. So, kurz zu dem Deck erklärt, wie kommt das Deck zustande, warum ist das Deck so stark? So, genereller Tipp, spielt den Golem erst in der doppelten Elixierzeit. Verteidigt die ganze Zeit, kommt in ein Elixier Plus, ihr habt die Prinzessin für die Verteidigung, Poison Spell, Kanone, Skeletons, Minions, Mini-Packer. Das sind alles Einheiten, die könnt ihr in der Verteidigung benutzen, kommt immer wieder leicht in Elixier Plus, sammelt eure Elixierpumpen hinten und dann seid ihr in der doppelten Elixierzeit. Da kriege ich teilweise zwei Golems hin, zwei Mini-Packer, Prinzessin, spam den Poison Spell und dann habt ihr das Ding gewonnen. Der Golem ist sehr stark mit dem Mini-Packer, ganz klar. Der Tank, der Mini-Packer macht unglaublich viel Damage. Auch die Minions. Die Minions sind immer sehr, sehr geil vom Minion mit dem Tank. Muss nicht der Golem sein, kann auch ein Giant Skeleton sein oder ein Royal Giant oder der normale Giant. Da sind die Minions immer sehr stark. Klar, die Skeletons dabei, die dürfen nirgendwo fehlen. Mega starke Karte jetzt noch, bevor das Update rauskommt. Die Prinzessin, extremst geile Kombination mit dem Poison Spell, ganz klar. Auch eine sehr gute Synergie zwischen Mini-Packer und der Prinzessin. Der Poison Spell ist extremst stark kombiniert mit dem Golem. Der Poison Spell slowt zuerst das Movement Speed, also die Laufgeschwindigkeit der Einheiten runter und zusätzlich das Attack Speed, zum Beispiel von Barbaren. Wenn ihr einen Barbaren setzt, Barbaren sind eigentlich sehr, sehr, sehr stark gegen den Golem. Setzt man den Poison Spell ein, greifen die Barbaren viel seltener an und Poison Spell kombiniert mit der Prinzessin sind die Barbaren auch relativ schnell down. Und zusätzlich, wenn ihr Golem und Poison Spell einsetzt, der Poison Spell tötet die Barbaren nicht und der Golem, wenn er stirbt, explodiert er ja, das ist auch ordentlich Damage. Auch die einzelne Explosion tötet die Barbaren nicht, aber die beiden Spells, die beiden Karten zusammen kombiniert, das macht richtig viel Flächendamage, ist eine geile Sache. So, okay, das erstmal zu den Basics von dem Deck. Starten wir mal ein Game. Eine Wiederholung. Später gibt's ein Live-Battle. So, am Anfang ist das Deck extremst langweilig, muss ich ganz klar sagen. Ich spule das jetzt hier auch mal in doppelte Geschwindigkeit, da passiert nichts. Gegner setzt eine Elixierpumpe, ich setze eine Elixierpumpe. Ich werde jetzt die ganze Zeit nur verteidigen und genau, ich setze die Prinzessin ganz nach hinten, ist immer eine gute Sache, ein neues Elixier zu generieren. Ich setze einfach die Skeletons ein, weil ich nichts weiter habe. Jetzt setze ich mal einen Golem nach vorne, weil der Gegner nichts gesetzt hat, keine Ahnung warum. Jetzt setzt er eine Kanone, eine Valkyrie und ein Poison Spell. Das ist eine starke Verteidigung gegen den Golem. Die Valkyrie stirbt fast, aber ich habe die nächste Elixierpumpe. Und ihr seht, der Gegner spielt ein Hover Mu Deck, extremst starkes Deck zurzeit, aber trotzdem kriege ich das gleich noch gebändigt. Die Minions auch mal eine schöne Sache gegen die Valkyrie oder gegen Musketier, gegen Schweinereiter. Gegner hat sogar einen Eismagier auf Level 5, also tatsächlich bessere Karten. Dann setzen wir den Mini-Packer ein, wieder die Skeletons eingesetzt, damit wir ein bisschen Rotation drin haben. Jetzt stirbt sogar, glaube ich, das Musketier, ja, sehr nice. Und jetzt seht ihr das, das Game geht nur noch eine Minute. Ich habe sofort meinen Golem gesetzt. So, und jetzt geht's richtig los, jetzt machen wir das mal in normale Geschwindigkeit. Gegner setzt den Poison Spell auf die Prinzessin, das ist jetzt nicht wirklich stark. Und achtet mal auf das Elixier, wie das da eskaliert. Ich habe sogar die nächste Elixierpumpe gesetzt. Es ist extremst geil, viele von euch denken, es ist ein Nachteil. Der Golem hat eine Entsendungsdauer von 3 Sekunden, also man setzt ihn hinter den Turm, dann dauert das 3 Sekunden, bis er losläuft. Und wenn ihr zwei Elixierpumpen am Start habt und zusätzlich doppelte Elixierzeit ist, generiert ihr einfach so enorm viel Elixier, bevor der Golem wirklich da vorne an der Brücke ist.
Also ich meine, 3 Elixierpumpen und doppelt Elixir-Time, das wird jetzt richtig krass. Nochmal die Skeletons davor, die Prinzessin dahinter. Ich glaube, dann kam sogar schon der nächste Golem, ne? Ja, da kommt schon der nächste Golem. Mini-Picker gegen Valkyrie, auch eine gute Sache. Jetzt setzen wir die Minions ein. Minions sind stark gegen die Valkyrie. Na, wo kommt sie? Genau, ich habe Poison Spell eingesetzt. Poison Spell war da jetzt auch sehr stark. Der Poison Spell, wie gesagt, verringert das Attack Speed. Das Musketier und der Ice Wizard können jetzt viel seltener angreifen. So, jetzt machen wir das Ganze mal in halber Geschwindigkeit. Mini-Packer ist noch am Start. Gegner setzt eine Valkyrie. Die Golems sind einfach total tanky. Das sind jetzt 2 Milli-Golems und ein richtiger Golem. Die machen selbst viel Damage. Jetzt kommen auch die Minions dazu. Die Prinzessin schießt die ganze Zeit von da hinten. Gegner setzt das nächste Musketier. Ich habe schon wieder einen Poison Spell. Also ich habe jetzt hier fast 24-7 Poison Spell an seinem Turm. Das kann er nicht verteidigen. Das kann man nicht verteidigen. Diesen Push, da gibt es keine Karte, womit man, wenn man so krass ein Elixiervorsprung ist, das zu verteidigen. Das geht einfach nicht. 2 Golems, immer wieder Minions, immer wieder Prinzessin, immer wieder der Poison Spell, Mini-Packer. Und dann war das erste Game schon gewonnen. Und das allererste Game, was ich mit diesem Deck gespielt habe. Ich habe schon 100, 200 Mal gegen dieses Deck gespielt, konnte mir da was ganz gut abschauen. Und ja, das lief ja ganz gut. Und dann gehen wir direkt mal ins zweite Game. Genau, der Gegner spielt jetzt Giant Balloon Kombination, hat auch die Barbaren dabei. Das machen wir auch nochmal. Am Anfang ist es extrem langweilig, mache ich doppelte Geschwindigkeit. So, wieder eine schöne Starterhand. Ich habe wieder die Elixierpumpe. Will jetzt wieder die ganze Zeit nur verteidigen. Elixierpumpe eingesetzt. Ist eine gute Sache. Prinzessin ganz nach hinten eingesetzt. Okay, jetzt kommt der Gegner hier mit einer Minion-Horde und mit einem Ballon. Aber, okay, setzt nochmal Pfeile ein, kann er machen. Ballon kriegt einen Hit raus. Alles vollkommen, okay. Ich setze jetzt die Kanone ein. Nicht, weil es stark ist. Ich würde es euch nie empfehlen, die Kanone einfach so einzusetzen. Ich habe jetzt die Kanone nur eingesetzt, damit ich Rotation drin habe im Deck. Damit ich an die nächste Elixierpumpe drankomme. So, jetzt haben wir hier 2 Elixierpumpen, eine Kanone, die Prinzessin ganz nach hinten. Was passiert jetzt? Mini-Packer einfach mal nach vorne, damit ich weiter rotiere. Poison Spell eingesetzt. Und der Mini-Packer kommt sogar für einen Hit an den Turm. Die Barbaren, ich hab's euch gesagt, guckt euch diese Harmonie zwischen Prinzessin und Poison Spell an. Die Barbaren sind einfach tot. So, dritte Elixierpumpe. Das Game geht noch 1,5 Minuten. 30 Sekunden müssen wir jetzt noch abwarten. Die nächste Prinzessin eingesetzt. Da kommt der Gegner wieder mit dem Ballon. Ist jetzt eine Kanone ein, damit der Ballon distracted wird. Ich muss noch nicht mal einen Poison Spell einsetzen. Pfeile vom Gegner. Da haben wir jetzt wieder die dritte Elixierpumpe. Das Game geht noch 1 Minute und 5 Sekunden. Ich glaube, ich setze jetzt den ersten Golem. Genau, da ist der erste Golem am Start. Gegner sagt, well played. Er weiß schon, dass er verloren hat. Jetzt haben wir hier Golem, Prinzessin, Skeletons, Mini-Packer. Jetzt setze ich die nächste Elixierpumpe ein, weil ich so viel Elixier habe. Was macht der Gegner jetzt gut? Da hat er jetzt die Barbaren am Start. Kriegen den Golem relativ schnell down. Jetzt setzt der Gegner 2 Giants ein. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ist nicht wirklich stark. Ich habe da 2 Mini-Packers und die Riesen komplett zerstört. Mini-Packer kommt noch für einen Hit dran. Da ist schon wieder der nächste Golem. Da sind auch schon wieder die Barbaren. Hauen wir jetzt, glaube ich, eine Prinzessin und ein Poison-Spell drüber. Richtig gut. Das geht alles richtig schnell down. Minions auch am Start. Und das Ding ist wieder gewonnen. Jedes Mal das Gleiche. Also einfach die erste Zeit des Games verteidigen und dann in der doppelten Elixierzeit so einen Push raushauen. Das kann man nicht verteidigen. Schöne 1:0 Führung. Beide Games waren jetzt relativ ähnlich. So funktioniert das Deck. So, und dann wollen wir jetzt nochmal in ein Live-Match springen. Ich kann nichts garantieren. Ich bin noch nicht wirklich gut mit dem Deck. Ich hab's nur oft schon gesehen von meinen Gegnern. So, das ist jetzt nicht so eine geile Startline. Jetzt haben wir keine Prinzessin, keine Elixierpumpe. Wir setzen einfach mal die Skeletons ein, damit wir ein bisschen Rotation reinkriegen. Setzen wir noch den Mini-Packer ein auf die andere Seite. Jetzt haben wir die erste Elixierpumpe, aber jetzt haben wir den Mini-Packer nicht mehr. Es sieht bis jetzt nicht so geil aus. Ich denke, der Gegner spielt das Hover-Mu-Deck. Na, hat er die Skeletons? Er setzt die Skeletons nicht ein, obwohl ich davon ausgehe, dass er sie dabei hat. Gut, das Musketier wird jetzt hier gleich wegsterben. Okay, der Gegner hat jetzt gelieft. Oh, da ist er wieder. Sehr schön, geht weiter. Ich bin extra mit Elixier vollgelaufen, damit das Ganze hier gerecht bleibt. Gegner sagt, wow. Und das ist jetzt hier ein guter Push ohne den Golem. Wir verraten noch nicht, dass wir einen Golem haben. Gut, der Gegner kann es sich denken. Jetzt machen wir hier einen Poison Spell. Schöne Pfeile vom Gegner, trifft die Minion-Horde. Seine Valkyrie ist down. Seine Elixier-Pumpe Damage und der Tower auch etwas. Ist vollkommen okay. Aber jetzt, wenn der Gegner jetzt mit einem krassen Push kommen sollte, haben wir nicht wirklich viel Karten in der Verteidigung. So, die nächste Elixier-Pumpe. Es ist am Anfang, es ist sehr defensiv. Also ich würde mich jetzt, wenn ich der Gegenspieler wäre, ein bisschen drüber aufregen. Aber gut, so funktioniert das Deck. Ihr wolltet, dass ich euch das vorstelle.
Hier habt ihr es. Jetzt hoffen wir, dass hier keine Pfeile kommen. Perfekt. Meine Prinzessin ist noch am Start. Und ein Minion. Kriegt sogar einen Hit raus. Und ein Skeleton auch. Das ist Damage. Das ist Damage. Merkwürdige Kanone. Also der Gegner spielt hier das ganz normale Hoover-Mu-Deck. Momentan eines der besten Decks überhaupt. So, und jetzt, wie immer das gleiche, kommt der Golem. Das Game geht noch eine Minute. Doppelte Elixierzeit. Wir haben zwei Elixierpumpen. Das sieht doch gerade mal ganz gut aus. Aber wenn er mit so vielen Truppen kommt, geht jetzt mal Mini-Packer down. Das hat er stark gespielt. Er spielt tatsächlich den Freespell. Das war wirklich stark. Kriegt er jetzt hier den Turm schon down? Schnell nochmal die... Okay, der Turm ist down, Starker Freespell. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er den dabei hat. So, Mini-Packer Prinzessin. Das Game geht noch 30 Sekunden. Poison Spell am Start. Mini-Packer ist am Turm. Der Riese, der Golem tankt. Jo. Das sieht gut aus. Wir sind zurück im 1:1. Die Golems tanken jetzt noch. Ich stecke hier jetzt mal ganz schnell. Nee. Der geht ja schnell down. Das war eine Verschwendung. Das war wirklich eine Verschwendung von den Minions. Da habe ich die Mini-Golems etwas überschätzt. So, der nächste Golem kommt ganz nach hinten. Prinzessin dazu. Oh, da sind zwei Valkyren am Start. Die wollen wir mal aufhalten. Kann man sein Musketier sterben? Das ist, glaube ich, zu viel Damage. Oha, jetzt wird's knapp. Oh, das war, glaube ich, eine gute Kanone vom Gegner. Nee, doch nicht. Ah, jetzt will der Gegner wissen. Kommt aber nicht mehr durch. Golem ist dran am Turm. Mini-Packer kommt auch. Der nächste Poison Spell. Wir haben da sogar sechs Minions in der Luft und da ist der Mini-Packer. Er will, glaube ich, jetzt nochmal ein Schwein durchsneaken. Ich setze jetzt eine Kanone hin. Und das ist der Sieg. Das ist der Sieg schon wieder gegen Level 13er. Schon wieder gegen das Hoover-Mu-Deck. Es funktioniert. Es ist so extremst stark, dieses Deck. Das waren jetzt... Klingt jetzt ein bisschen doof, aber das waren echt meine ersten drei Games. Das waren meine ersten drei Games mit dem Deck. Hier seht ihr es. Davor war was anderes am Start. Die ersten drei Games. Das Golem-Deck ist extremst heftig. Übt es, kopiert es. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn es euren Spielstil entspricht. Es ist ein sehr langsames Deck und man muss am Anfang die ganze Zeit defensiv spielen, aber dann überrennt man den Gegner einfach komplett. Also eine sehr starke Late-Game-Taktik. Okay, das war's. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Deck findet. Übt es ein paar Mal, kommt ihr mit dem Deck klar, findet ihr es gut. Wenn ihr die Prinzessin nicht haben solltet, dann könnt ihr hier die Spear Goblins nehmen. Das werden bestimmt wieder unglaublich viele Leute fragen, deswegen jetzt schon mal die Antwort dafür. Alles klar, das war's. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Haut rein, Leute.